Herr Ernst, ich wollte auch noch mal nachhaken wegen der möglichen Kandidatur von Oskar Lafontaine für den Parteivorsitz. Es war ja gestern die Rede von Bedingungen, die er stellt. Können Sie das noch ein bisschen präzisieren? Ist damit das gemeint, was Sie eben sagten, die Leute in der Führung müssen miteinander können? Und heißt das dann ganz konkret, mit mir, Lafontaine, wird es nur was, wenn aus Bartsch nichts wird? Das ist meine eine Frage, und an Frau Schwabedissen würde ich zum gleichen Thema oder zum gleichen Themenkomplex gerne fragen. Sie haben vor der Wahl sich zwei Jüngere an der Spitze der Partei gewünscht. Lafontaine kann damit ja nicht so richtig gemeint sein. Sie haben da keine, Namen genannt. Dafür wird Ihr Name in Parteikreisen immer wieder genannt als mögliche Vorsitzende. Ist das denn eine denkbare Option? Also zu der an mich gerichteten Frage, das habe ich bereits beantwortet. Was unter kooperativer Führung zu verstehen ist, ist natürlich auch eine Führung, die miteinander dann auf Basis des beschlossenen Grundsatzprogramms die Leitung der Partei übernimmt. Die Frage, wer in dieser kooperativen Führung beteiligt ist, werden wir gemeinsam in den Gremien diskutieren. Und welche Präferenz Oskar Lafontaine hat, müssen Sie ihn selber fragen. Ich wünsche mir, dass wir zu einer kooperativen Führung kommen. Und ich habe geantwortet, Herr Meisner. Also ob man jung ist, entscheidet sich, glaube ich, nicht am Alter. Das werden Sie hier, viele von Ihnen werden dem zustimmen, sondern daran, was man in seinem Kopf und in seinem Herzen trägt. Ich kenne viele Menschen, die sind 30, die sind erheblich älter im Kopf und im Herzen als Oskar Lafontaine. Das ist mal als Erstes. Und das Zweite ist, ich werde da nichts zu sagen, wir debattieren das in der Partei, ich finde das auch richtig so, dass das in der Partei debattiert wird, der neue Vorsitzende oder die Vorsitzende wird ja jetzt nicht von den Medien bestimmt, Gott sei Dank, sondern von unseren Genossinnen und Genossen, die auf dem Parteitag sind, und ich kann nur alle einladen, die mitdiskutieren möchten, in die Partei einzutreten, und dann können die auch gerne mitdiskutieren. Herr Ernst, was sagt es denn über den Zustand der Partei, wenn doch schon einige Jahre nach Gründung dieser Partei sich da so ein Ost-West-Spalt auftut? Und wer ist für diesen Ost-West-Spalt, für diese Ost-West-Spaltung verantwortlich? Also ich würde das so interpretieren, wir haben momentan tatsächlich keinen guten Zustand. Ich würde die Ursachen für diesen unguten Zustand darin sehen, dass wir bestimmte inhaltliche Fragen auch noch nicht ausreichend ausdiskutiert haben. Wir haben allerdings jetzt ein Stück weit aus meiner Sicht einen Vorteil gegenüber von einem Jahr zum Beispiel, dass wir inzwischen eine Programmatik haben, die nun mit großer Mehrheit am Parteitag entschieden wurde. Jetzt kommt es eben darauf an, dass man aus meiner Sicht möglichst viele Genossinnen und Genossen auch dazu bringt, sich auf Basis dieses Programms zu positionieren. Da ist vielleicht noch der ein oder andere Nachholbedarf da, dass wir noch, ich sage mal, zu viel Einzelkämpfer vielleicht haben in der Partei. Und das müssen wir noch auf eine breitere Basis stellen, was das Vorgehen in jeweiligen einzelnen Punkten angeht. Also, wenn Sie mich fragen, ich glaube, dass wir uns in der Zukunft vor allen Dingen auf die Themen natürlich auch in der Außenwirkung verstärkt stützen und stürzen müssen, die Menschen tatsächlich bewegen. Da waren wir in der Vergangenheit nicht immer besonders gut, sondern da haben wir auch Fehler gemacht. Und ich denke, dass wenn wir uns auf diese Themen konzentrieren, ich will mal einige nennen, die Frage, wer kriegt eigentlich was in diesem Land von dem, was erarbeitet wurde. Da haben wir nun das Problem, dass die Löhne sich eher nach unten entwickeln, dass wir Armutsrenten bekommen, dass wir die Leute länger arbeiten lassen wollen, aber nicht wissen, wo sie das eigentlich können und wie das funktionieren soll. Also wir haben eine ganze Reihe von Problemen, die sozusagen die Programmatik der Partei aufnimmt und um die wir uns jetzt kümmern müssen. Wenn wir das tun, glaube ich, ist diese Zusammenarbeit zwischen Ost und West auch wieder möglich oder besser möglich, als sie jetzt ist zurzeit. Ja, so würde ich das interpretieren. Herr Ernst, eine ganze Weile
Reihe von Funktionsträgern Ihrer Partei aus Ostdeutschland haben ganz klar die Kritik geäußert, dass die Partei strategisch falsch aufgestellt ist, was natürlich auch in der Verantwortung des Parteivorsitzenden liegt, dass die Partei sich zu sehr an der SPD abgearbeitet hat, dass sie keine Perspektive aufgezeigt hat, wie sie aktiv Politik machen kann, zur Not auch in Regierungsbeteiligung. Das ist ja eine Kritik, die sich ganz klar an Sie richtet. Nehmen Sie diese Kritik an und sehen Sie für den Fall, dass Oskar Lafontaine eben nicht als Parteivorsitzender kandidiert, dann für sich eigentlich noch die Legitimation, eventuell wieder anzutreten als Parteivorsitzender. Diese Positionen, die Sie vorgetragen haben, teile ich überhaupt nicht. Im Gegenteil. Wir sehen am Beispiel Frankreichs, dass sich eine Linke dann erfolgreich durchsetzt, wenn sie klar und deutlich eigenständig ihr Profil wahrt und ihr Profil entwickelt. Übrigens in Abgrenzung zu allen Parteien, nicht nur gegenüber der SPD, was die Bundesrepublik Deutschland anbelangt. Und mit dieser Strategie, glaube ich, sind wir auch in höchstem Maße erfolgreich. Erfolgreich insofern, dass natürlich die Themen, die da zum Ausdruck kommen, bei uns durchaus von den Bürgerinnen und Bürgern geteilt werden. Unsere Problematik, glaube ich, liegt eher daran, und da treffe ich mich jetzt teilweise mit Kritik, die geäußert wird, dass wir, wenn wir nicht entsprechend aufgestellt sind, mit diesen Themen nicht durchdringen, wie man so schön sagt, und nicht deutlich machen können, dass wir es die sind, die an dieser Frage tatsächlich die Mehrheitspositionen der Bürgerinnen und Bürger vertreten. Und wenn uns nicht zugetraut wird, dass wir tatsächlich uns auch mit diesen Problemen beschäftigen, sondern uns mit anderen Themen beschäftigen. Also strategisch, denke ich, ist die Aufstellung durchaus richtig. Die ist auch sozusagen nicht die von Klaus Ernst, sondern das ist die, die auch im Vorstand oder auch in den Gremien der Partei ja so jeweils festgelegt wurde. Ja, ich denke im Übrigen, dass Oskar Lafontaine auch für diese Strategie so steht, falls er sich entschließen kann und auf dem Parteitag gewählt wird, wieder den Vorsitz übernimmt. Ich mache das genauso wie Oskar Lafontaine. Ich werde natürlich ebenfalls jetzt an einer kooperativen Führung arbeiten, dass dieselbe zustande kommt, und werde mich dann entsprechend positionieren, wenn eine solche Frage so entschieden werden müsste, dass ich das machen müsste. Herr Ernst, mich würde interessieren, ob das, was Sie kooperative Führung nennen, mehrfache Kandidaturen auf dem Parteitag für den männlichen Teil des Parteivorsitzes von vornherein ausschließt. Nee, das würde ich nicht sagen, dass das ausschließt, sondern das heißt natürlich, dass man im Ergebnis eines Wahlprozesses ebenfalls zu einer kooperativen Führung kommen kann. Kooperation heißt ja in erster Linie, dass man Leute an die Spitze dieser Partei wählt, die miteinander arbeiten können, so wie ich es vorher versucht, Ihnen zu erklären, auf Basis unseres Parteiprogramms. Und diese kooperative Führung bedeutet im Ergebnis auch, dass wir dann die Inhalte und nicht, ich sag mal, ja, die Inhalte in den Vordergrund stellt und weniger die Kritik aneinander. Herr Ernst, warum ist es eigentlich in der Linken nicht möglich, dass jeder sagt, ich trete an oder ich trete nicht an? Denn das war ja die Kritik vor allem an dem letzten Verfahren, dass es nicht transparent war. Und das kommt ja auch selbst von Herrn Gysi und anderen Mitgliedern der Parteiführung, dass dieses Verfahren, wie die letzte Parteiführung gefunden worden ist, keine glückliche war. Und zweitens, warum nehmen Sie sozusagen die Bedingung, eine kooperative Führung herzustellen? Ich denke, muss nicht im Endeffekt jeder Delegierte auf dem Parteitag das Recht haben, den zu wählen, den er will, und damit sozusagen also auch jemand wählen kann, der möglicherweise an Lafontaine nicht passt? Ja, das ist ein guter Hinweis von Frau Schwab. Wir vertrauen da auch auf die Schwarmintelligenz. Ich sage Ihnen, natürlich kann jeder auf dem Parteitag kandidieren, und das ist doch überhaupt unbenommen, das habe ich ja vorher auch gesagt. Und trotzdem ist es so, dass wir gerade in einer Partei, die auch sehr heterogen zusammengesetzt ist, was die jeweiligen Erfahrungen der einzelnen Mitglieder dieser Partei, auch getrennt auch Ost-West angeht, dass es natürlich dort schon wichtig ist, dass das miteinander vernünftig funktioniert. Und deshalb ist mein Petitum, dass ich sage, es wäre sinnvoll, dass man das so hinkriegt, dass es möglichst eine Führung ist, die miteinander gut arbeiten kann, ohne dass man sich gegenseitig behakt. So. Was der Parteitag wählt, ist vollkommen offen. Und
das ist ja auch so, so gewollt, dass Parteitage entscheiden und nicht irgendwelche Klüngelgruppen. Trotzdem ist es richtig, dass man sich in verantwortliche Position, und da fühle ich mich auch in Verantwortung, den Versuch unternimmt, einen Vorschlag zu entwickeln, und zwar nicht als den, in den ich sozusagen ins Publikum werfe, sondern gemeinsam mit den Beteiligten zu entwickeln, der so eine kooperative Führung möglich macht. Seit 2 Jahren ist bekannt, dass es beim nächsten Parteitag ein neuer Vorstand gewählt werden muss. Warum muss das jetzt wieder so inszeniert sein, dass an 2 Tagen Spitzentreffen stattfinden, die Presse rumlungert, Spekulationen zurückgewiesen werden und es tatsächlich genauso intransparent ist wie vor 2 Jahren? Die andere Frage ist, seit 1,5 Jahren ist bekannt, dass es ein paar Leute vielleicht besser nicht mehr im Vorstand sein sollten. Warum kann darüber nicht offen gesprochen werden, ohne dass man das als Parteischädigung ansieht? Was ist das für ein Verständnis von Parteiöffentlichkeit und Parteidemokratie? Die andere Frage ist, Lafontaine hat in seinem Interview im Deutschlandradio heute früh einen Zusammenhang hergestellt zwischen dem Parteivorsitz und der Spitzenkandidatur. Sehen Sie das auch als automatisch an? Wer Parteivorsitzender wird, tritt auch bei der Bundestagswahl als Spitzenkandidat an. Und dann habe ich noch eine Hausfrauenfrage. Wann treten morgen das Gremium zusammen und gibt es eine Pressekonferenz? Oder läuft das auf Lungern hinaus? Also Frau Küpper, wo überall die Presse rumlungert, das kann ich natürlich nicht vorher bestimmen. Das ist ja dann auch Ihre Entscheidung. Ich möchte nur noch mal zu diesem Prozess, sondern ich möchte noch mal diesen Prozess aufgreifen. Es ist nun so, dass wir natürlich wissen, dass wir alle 2 Jahre, so ist es ja in der Satzung im Parteienrecht vorgesehen, Parteiführungen wählen. Trotzdem ist ja die Frage, ob man einen Weg wählt, das 2 Jahre lang zu diskutieren. Wir sind der Auffassung, dass wir vielleicht zu viel über diese Personalfrage in den letzten 2 Jahren diskutiert haben. Jetzt finde ich diesen Prozess nun alles andere als intransparent. Ich weiß auch gar nicht, was intransparent sein soll. Es wird in den nächsten 3 Wochen, ausgehend von heute und ausgehend von morgen, eine Debatte in den zuständigen Gremien stattfinden, die sich möglicherweise verständigen, wenn sie jeweils befürworten würden, die Gremien. Das heißt ja noch nicht, dass die am Parteitag auch so gewählt werden, sondern die dort jeweils für sich in Anspruch nehmen, dass sie dann eine Kandidatur für sich ins Auge fassen. Die können natürlich dann auch an den entsprechenden Regionalkonferenzen ihre Positionen jeweils darstellen. Also ich weiß nicht, ob das intransparent ist. Ich habe eher den Eindruck, dass wir sehr offen jetzt über diese Fragen diskutieren können. Und es wurde ja auch über diese Fragen diskutiert, nur manchmal vielleicht nicht in sehr kulturvoller Weise in der letzten Zeit. Aber ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass da irgendwas nicht diskutiert wurde. Was vielleicht im Gegensatz zu Ihnen sehe ich vielleicht so, es wurde zu viel in den Medien darüber diskutiert. In der Partei wurde da immer darüber gesprochen. Nur das, was ich immer sehr schädlich fand, wenn sich der eine über den anderen negativ in den Medien geäußert hat, das war für eine Partei nicht hilfreich. Und jetzt diskutieren wir das in den Gremien, da gehört es hin. Wir diskutieren es am Parteitag, da gehört es hin. Wir diskutieren es auf Regionalkonferenzen, das ist der richtige Ort. Also ich kann keine Intransparenz an diesem Verfahren erkennen. Jetzt war ich Ihre Hausfrauenfrage. Wie war die? Ach so, morgen haben wir um 2, glaube ich, treffen wir uns. Ne? Um 14 Uhr, genau, um 2. So, und nachdem wir nicht wissen, wie lange das dauert, haben wir auch keine Pressekonferenz vorgesehen. Aber Sie werden rechtzeitig, mitkriegen, wer kandidiert. Da brauchen Sie keine Angst haben. Gibt es denn jetzt auch andere Kandidaten, die sich das Recht herausnehmen dürfen, nur unter Bedingungen zu kandidieren? Oder anders gefragt, ist es diesen Erpressungsversuch des ehemaligen Vorsitzenden und jetzt Fraktionschef, wieso hat der das Vorrecht, mit Bedingungen zu kandidieren? Das Zweite, Sie reden seit ungefähr einem Jahr über eine kooperative Führung in Gremien. Das ist immer noch nicht irgendein Tableau in Sicht. Worüber haben Sie die letzten 6 Monate in den Hinterzimmern geredet? Warum soll das jetzt besser funktionieren als vorher? Und warum wurde jetzt gleich im ersten Schritt schon wieder die Regionalkonferenz in Hamburg abgesagt? Also nachdem wir noch keinen Vorschlag haben, sehen Sie, dass offensichtlich Ihre Hinterzimmerdebatten nicht stattgefunden haben, sonst hätten wir eine. Zweitens,
Die Regionalkonferenz wurde jetzt abgesagt, weil es ja jetzt sozusagen noch ein klein wenig zu früh ist, wenn wir morgen die Landessprecher erst beieinander haben. Und deshalb haben die, ich glaube, das waren die Hamburger, verschoben. Die haben sie nicht abgesagt, sondern verschoben. Das waren, glaube ich, die Hamburger, wenn ich es jetzt recht im Kopf habe, die gesagt haben, ja, dann warten wir doch mal ab, bis die sich dort getroffen und möglicherweise Vorschläge gemacht haben, die wir dann auch diskutieren können. So, das ist, also insofern kann ich nichts an Bemerkenswertem an diesem Vorgang erkennen. Ach so, Erpressung. Also das, wissen Sie, Frau Dagmar, jeder überlegt sich doch, wenn er kandidiert, insbesondere dann, wenn es Strukturen einer Partei gibt mit Doppelspitzen und Ähnlichem, ob man jeweils mit dem, der da sonst noch wichtig ist, in der Lage ist, gemeinsam zu arbeiten. Und insofern ist es keine Erpressung, sondern eine sinnvolle Überlegung, ob man unter der oder jener Bedingung für ein Amt kandidiert. Also das ist, glaube ich, selbstverständlich. Also wenn Sie mich, das würde ich überlegen, das würde sich jeder überlegen, ob er mit dem oder jedem oder jenem tatsächlich kann. Eine Partei, wissen Sie, besteht ja, das sieht man auch an uns nicht nur aus Freunden. Und deshalb ist das vielleicht auch besonders wichtig. Woher nehmen Sie eigentlich die Zuversicht, dass eine zweite Auflage von Lafontaine als Parteichef dieselbe Strahlkraft entfalten würde wie die erste? Und das Zweite ist, das, was hier vorhin als Argument fiel, falsche strategische Ausrichtung, Abarbeitung an der SPD, das ist ja fast ein Mainstream-Argument unter den Ostdeutschen. Und sehen Sie da eigentlich die Gefahr einer Spaltung der Partei? Also eine Gefahr der Spaltung sehe ich nicht. Einfach deshalb, weil wir, wie Sie wissen, uns mit ganz großer Mehrheit auf ein gemeinsames Programm verständigen konnten. Ich glaube, es gibt wenig Parteien, die mit so klarer Zustimmung ein Grundsatzprogramm verabschiedet haben. Und insofern denke ich, das ist die Grundlage für alle, egal in Ost und West. Und was Oskar Lafontaine betrifft, wir wissen, dass der zwar aufgrund der Gesamtperformance, die wir als Partei haben, auch im Saarland nicht mehr sein Ergebnis vom letzten Mal halten konnte. Aber Sie sehen, wenn ich jetzt die Westergebnisse sehe, dass wir offensichtlich mit dem Kandidaten ein deutlich besseres Ergebnis erzielen können. Die Menschen orientieren sich auch an Persönlichkeit und Oskar Lafontaine ist eine Persönlichkeit, wo ich denke, dass er nach wie vor die Menschen erreicht und auch mit seinen aus meiner Sicht doch aus überragenden rhetorischen Fähigkeiten in der Lage ist, die Dinge so zu pointieren, dass dann eine höhere Zustimmung erfolgt. Also ich denke, dass wir mit Oskar Lafontaine auf alle Fälle gewinnen würden. Steffen Recknagel, mein Name von RTL Aktuell. Zwei Fragen, wenn es geht. Sie sprechen von Zusammenhalt und von kooperativer Führung in der Parteispitze. Wie sieht es aber mit dem Zusammenhalt in der Basis aus, vor allen Dingen im Osten? Es kommen ja, die kritischen Stimmen wurden ja bereits angesprochen, was die Rückkehr von Herrn Lafontaine in die Parteispitze betrifft. Macht man sich da nicht wirklich ein bisschen Sorgen um die Zustimmung an der Basis im Osten, wo ja wirklich es teilweise oder zu größten Teils für die Linke noch sehr gut aussieht? Und die zweite Frage wäre nochmal zu den Piraten. Sie haben es angesprochen und auch schon schön erklärt, aber jetzt mal ganz überspitzt gesagt, gäbe es die Piraten nicht, wäre die Linke dann in den Landtag in Düsseldorf eingezogen? Als erstes zur Basis. Was die Basis im Osten angeht, habe ich den Eindruck, dass dort Oskar Lafontaine ganz hervorragend positioniert ist. Die Basis im Osten angeht. Wir haben teilweise andere Positionen, die jetzt auch öffentlich geäußert werden. Das würde ich aber jetzt nicht unbedingt als Basis bezeichnen. Meistens kommt die Basis ja in den Medien auch nicht so vor, wie vielleicht der ein oder andere, der ein Mandat oder ein Amt hat. Und ich habe es im Vorstand gesagt, ich möchte das hier auch nochmal sagen. Ich glaube, wenn Oskar Lafontaine diese Partei nicht unterstützt hätte und sich bereit erklärt hätte, in der Partei an führender Stelle mitzuarbeiten, hätte der eine oder andere, selbst der jetzt ein Direktmandat hat, vielleicht dieses Direktmandat nicht. Ich glaube, der hat auch im Osten ganz gewaltig dazu beigetragen, dass diese Partei sich gut entwickelt hat. Und was die Piraten angeht, ob wir dann drin wären, wenn es die Piraten nicht gäbe, das ist Spekulation. Ich weiß nur, dass natürlich viele Menschen, die uns gewählt haben, die uns gewählt haben, der Auffassung sind, dass wir selbst so zum Politikbetrieb gehören, dass wir nicht mehr als die akzeptiert werden, die wir vielleicht noch waren vor 4 Jahren oder vor 2 Jahren.
Und dann sagen die, ihr seid doch auch in diesem Laden drin, ihr seid, sitzt ja auch drin und es hat sich real wenig verändert. Und dann sehen Sie das an der zunehmenden Nichtwählerschaft, wir haben ja wirklich fast 50%, müssen wir sehen, die gar nicht zur Wahl gehen, und auch an denen, die dann von den Nichtwählern auch wieder zu den Piraten gehen. Die Piraten haben insbesondere bei den Nichtwählern auch gepunktet. Und so würde ich das werten, aber ob jetzt die Piraten, ob wir dann, das Spekulation. Nein, also wir haben ja an die Piraten fast so viele Wählerinnen und Wähler verloren wie an die SPD. Richtig. Und das, was wir im Moment erleben, ist, dass es ein Bedürfnis bei den Wählerinnen und Wählern gibt nach einer Partei, die sehr anders ist, teilweise auch beliebig in den Inhalten. Also ich finde es schon bemerkenswert, wenn Menschen eine Partei wählen, die zu allen inhaltlichen Fragen sagt, das diskutieren wir jetzt noch. Was man aber, glaube ich, sehr deutlich sagen kann und was sich auch bewahrheiten wird in den nächsten Monaten, ist, dass die Piraten keine wirkliche Protestpartei sind. Sie sind Protestpartei dadurch, dass sie sagen, wir sind anders. Aber das zu sagen, das müssen sie ja auch belegen, dass sie das tatsächlich sind. Das ist das eine. Und das andere ist, sie sind nicht verankert in den Protestbewegungen. Es gibt vereinzelte Piraten, die in der Anti-Atom-Bewegung unterwegs sind. Es gibt vereinzelte Piraten, die bei Antifa-Blockaden dabei sind. Es gibt vereinzelte Piraten, die auch sicherlich Mitglied in den Gewerkschaften sind. Aber die Partei, die tatsächlich verankert ist in den Protestbewegungen, das ist und bleibt die Linke. Vielleicht noch eine Ergänzung. Die ist mir eigentlich sehr wichtig. Das, was sich bei den Piraten ausdrückt, ist, dass sie ein Spektrum als Wähler haben und auch als Mitglieder, die nie oder nicht in dem Maß, wie das früher der Fall war, in irgendeiner sozialen Gruppe eingebunden waren. Ich mache zum Beispiel. Es war eher früher normal, dass man aus einem Betrieb oder wo man gelernt hat, übernommen wurde, da ist man in eine Gewerkschaft, dann ist man möglicherweise in eine Partei. Also es war eher normal, dass man irgendwie sozial integriert war und zwar in einem Arbeitsprozess mit anderen. Heute haben wir immer mehr Menschen, das hängt auch mit veränderten Arbeitsbeziehungen zusammen, die direkt nach der Ausbildung, nach der Schule, irgendwo vollkommen alleine auf sich gestellt, das Bild ist dann der mit dem Computer, der irgendwo im Café sitzt, der irgendwie so seine Arbeit macht und davon leben muss. Und dann meistens auch nicht besonders gut, weil diese Freelancer auch nicht immer besonders positiv entlohnt werden. Und das, die haben auch keine Bindung irgendwie ideologisch an irgendjemand, sondern sie sehen jetzt ihre Situation und die wollen sie ändern. Zurzeit würde ich sagen, die Piraten sind auch, bin ich vorsichtig bei dem Griff, vielleicht auch berufsständisch oder so. Und deshalb ist die Programmatik für die Piraten auch nicht das Entscheidende, sondern es entscheidet, dass ihre ganz konkreten Interessen, nämlich dieser Gruppen, aufgenommen werden. Und weil es so ist, bin ich wirklich inzwischen davon überzeugt, dass das ein längeres Phänomen sein wird. Das wird nicht nur Protest sein, sondern es wird, solange sich andere Parteien nicht dieses Spektrums von Menschen so annehmen, dass ihre Probleme gelöst werden können, solange werden die Piraten dieses Lebensgefühl verkörpern und werden auch gucken, für sich selber, für ihre Gruppe, die Dinge zu lösen. So würde ich das zurzeit interpretieren. Ja, gestatten Sie mir noch einige Worte zu Nordrhein-Westfalen. Wie beliebig die Piraten sind, zeigt die Äußerung des Spitzenkandidaten für die Piraten zu den Landtagswahlen, als er angesprochen worden ist, welche Konstellation wäre Ihnen denn im zukünftigen Landtag von Nordrhein-Westfalen angenehm? Und die trockene Antwort ist gewesen, wir nehmen alles. Also da ist auch kein Protest vorhanden oder keine Kritik an der Herrschaft, an der herrschenden Regierung. Aber lassen Sie mich noch einmal noch einen Schritt weiter zurück nach Nordrhein-Westfalen gehen. Ich glaube, Sie sagten das, eine Spaltung der Basis. Schauen Sie, Frau Schwabedissen und ich haben die Vereinigungspapiere für Nordrhein-Westfalen ausgehandelt. Und wir haben es geschafft. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass ganz klar gesagt wird, wir sind eine Partei. Ich komme aus der Quellpartei PDS, Frau Schwabedissen aus der Quellpartei WASG. Und gemeinsam sind wir in der Lage, auch etwas auf die Füße zu stellen. Und ich finde es einfach schade, und das muss ich hier auch in aller Deutlichkeit sagen, dass immer wieder in den Medien versucht wird, diesen Keil zwischen hineinzutreiben. Das ist nicht so. Wir kommen super gut klar, wir haben es in Nordrhein-Westfalen geschafft. Sie wollen wahrscheinlich auf die Spaltung zwischen Ost und West hin. Nee, also das kann ich Ihnen sagen, dem ist wirklich nicht so. Wir haben nicht nur im Wahlkampf, sondern auch vorher mit ganz vielen Verbänden, Ostverbänden gesprochen, das ist nicht so.
Das sieht sich auch daran, dass Oskar Lafontaine sehr oft gebeten wird, auch in Wahlkämpfe in den neuen Ländern einzugreifen. Also ist sich nicht. Und was die Spaltung angeht, eine linke Partei jenseits der SPD, die nicht nur regional begrenzt wäre, hat nur gemeinsam eine Chance. Alles andere wäre zurück zur PDS. Das wäre aus meiner Sicht kein Erfolgsmodell, jedenfalls nicht für die Bundesrepublik Deutschland. Das hatten wir und es war keins. Insofern bleibt für alle, die glauben, dass die Sozialdemokratie eben nicht die Positionen vertritt, die tatsächlich auch links von ihr vertreten werden müssten, die sie früher auch mal selber vertreten hat möglicherweise, die müssten an einer gemeinsamen starken Linken interessiert sein. Alles andere wäre aus meiner Sicht nicht erfolgreich. Weder im Osten noch im Westen. Im Osten aufgrund auch der Mitgliederstruktur, im Osten aufgrund der Tatsache, dass man eben als Regionalpartei bundespolitisch nie die Bedeutung erlingt. Ich erinnere daran, dass die PDS, bevor wir gemeinsam uns mit der WSG zusammengetan hat, auch nicht mehr im Bundestag vertreten war. Im Westen übrigens ebenfalls. Auch dort wäre es so, dass eine Partei, die nicht diese Ausstrahlung einer gemeinsamen Linken hat, aus meiner Sicht sehr schnell wieder auf dem Niveau wäre, wo früher linke Parteien links von der SPD waren. Also wenn das Ding erfolgreich sein soll, dann nur miteinander. Zeitplan, den Sie ja jetzt haben. Was würden Sie sagen, angesichts der beiden Wahlschlappen in Kiel und Düsseldorf, dass es nach wie vor die richtige Entscheidung war, diese Personalfrage erst morgen, also sozusagen nach den Verlusten, nachdem Ihre Partei aus zwei Landesparlamenten gepurzelt ist, zu klären? Oder würden Sie heute sagen, eigentlich wäre es besser gewesen, wir hätten das vor den Wahlen gemacht und wir hätten sozusagen da Klarheit? Und vielleicht könnten Sie, Frau Schwabe, da auch noch was dazu sagen. Hätte es Ihnen im Wahlkampf genutzt, wenn Sie gewusst hätten, dass Herr Lafontaine als Bundesvorsitzender nochmal antritt, oder wäre es wurscht gewesen? Besser wäre gewesen, wenn wir so ein so klares Verhältnis in der Partei hätten, dass diese Frage gar nicht sich stellen würde. Die haben wir aber nicht. Sondern wir haben natürlich die Debatte. Und jetzt ist natürlich die Frage, wann führt man sie? Führt man sie in einen Wahlkampf, wo sie ja dann nicht entschieden wird, sondern wo sie debattiert wird? Oder sagt man, wir entscheiden das hinterher und debattieren es hinterher? Ich bin nach wie vor der Überzeugung, in der Situation, in der wir waren, nämlich sozusagen unklare Verhältnisse, ist es sinnvoll, sofern man sie nicht klären kann, weil der Parteitag erst zu einem bestimmten Zeitpunkt stattfindet, sie dann zu klären. Ich glaube, dass es auch nicht hilfreich gewesen wäre, das im Wahlkampf selber zu machen, auch nicht mit einzelnen Personen, die sich so oder so erklären, weil die sind mir im Gegenteil natürlich nicht, im Gegensatz zu dem, was debattiert werden muss, die Inhalte, für die wir antreten in einer Wahl, dass die natürlich in den Hintergrund getreten. Ist ja jetzt, muss ich ja ehrlicherweise sagen, trotzdem ein Stück weit passiert, aber ich glaube, es wäre noch viel stärker gewesen, dieses Problem, wenn wir es andersrum gemacht hätten. Ja, ich kann Ihre Frage ganz kurz und knapp beantworten. Wurscht ist nicht, ob Oskar Lafontaine Vorsitzender wird oder nicht, sondern wurscht ist, als was er nach Nordrhein-Westfalen kommt. Er war bei 14 Veranstaltungen in Nordrhein-Westfalen, hat da wirklich hervorragende Auftritte gemacht und sehr unterstützt. Er kommt bei den Menschen an. Und ich glaube, wichtig für Nordrhein-Westfalen waren tatsächlich die Inhalte. Wer die Situation in NRW kennt, weiß, wir haben nur 2,4 Millionen Menschen unterhalb der Armutsgrenze, Kommunen, die nicht mehr wissen, wie sie ihre Schulen bezahlen sollen. Das ist das Mütter, die keine Kita-Plätze finden, weil einfach viel zu wenige da sind und deswegen überhaupt nicht erwerbstätig werden können. Das ist das, was den Menschen auf den Nägeln brennt und nicht die Frage, wie heißt der Vorsitzende der Partei Die Linke auf der Bundesebene in 4 Wochen. Und deswegen war es gut, dass Oskar Lafontaine in Nordrhein-Westfalen gewesen ist. Und natürlich sind wir gefragt worden, wird das oder wird das nicht. Die Menschen haben aber auch viel Verständnis dafür gehabt, wenn wir gesagt haben, wir diskutieren das jetzt, wenn die Wahlen vorbei sind. Und ich glaube, dass uns das weder geholfen hätte noch geschadet hat, dass wir es nicht getan haben, sondern gut war, dass so viele Menschen aus allen Landesverbänden da waren und auch Oskar Lafontaine und Klaus Ernst und Gregor Gysi und Dietmar Bartsch bei uns in Nordrhein-Westfalen Wahlkampf gemacht haben. Herr Ernst, Sie haben ja gerade vorhin gesagt, es ist ganz legitim, dass jemand, der als Parteivorsitzender antreten will, Bedingungen stellt. Können Sie mir sagen, welche Bedingungen Herr Bartsch bei seiner Kandidatur gestellt hat? Ich habe jetzt nicht die Kandidatinnen oder den Kandidaten, der sich schon erklärt hat, gefragt, mit wem er gern zusammenarbeiten möchte oder was er sich vorstellen kann und was nicht. Fallen, dass ich was verpasst habe, aber Sie haben ja vorhin auch gesagt, im Zuge der kooperativen Führung ist der Name also Oskar Lafontaine gefallen.
Sind denn auch heute Namen von Kandidatinnen diskutiert worden, die zum Beispiel zu Oskar Lafontaine passen würden und die mit ihm gut können, wie Sie das vorhin ausgedrückt haben? Oder haben Sie jemanden im Kopf, wo Sie sagen würden, das würde passen? Im Kopf hätte ich viel, aber das werde ich erst mit den Gremien besprechen. Und wir haben heute über diese Frage nicht diskutiert, über weitere Kandidatinnen. Nochmal aufnehmen, die nicht beantwortet worden ist, und zwar die heute von Oskar Lafontaine angesprochene Verknüpfung zwischen der Wahl zum Parteivorsitzenden und der Spitzenkandidatur bei der Bundestagswahl. Vielleicht können Sie das nochmal erläutern, ob Sie diese Verknüpfung auch als sinnvoll ansehen. Also ich denke, wir sollten auch diese Frage, wer bei uns möglicherweise für die Bundestagswahl als Spitzenkandidatin oder Spitzenkandidat antritt, Gregor Gysi hat sich ja bereits erklärt, auch möglichst rasch entscheiden, möglicherweise auch im Zusammenhang mit diesen Personalfragen, die bei uns anstehen. In welcher Weise wir sie entscheiden, würde ich an der jetzigen Stelle passen, weil das würde ich wirklich erst mit den Gremien diskutieren und jetzt keinen eigenen Vorschlag machen. Aber ich denke, wir sollten sie bald entscheiden. Gysi hat seine Bereitschaft erklärt, dass er kandidiert. Das hat er schon öffentlich gesagt. Nein, wir haben ja noch nicht entschieden. Das wird ja auch dann erst am entsprechenden Parteitag sein, wie das üblich ist. Aber trotzdem, Gregor Gysi hat sich erklärt. Und ich habe damals auch gesagt, dass ich das durchaus positiv empfinde. Ja, auch eine Hausmann-Frage zum Schluss. Herr Ernst, nehmen Sie heute und morgen komplett an allen Gremiensitzungen teil und wird an einer dieser Sitzungen auch Herr Lafontaine teilnehmen? Ja, ich denke, ich werde selbstverständlich an den Sitzungen teilnehmen, die dort anstehen. Und Oskar Lafontaine wird an der Sitzung morgen mit den Landesvorsitzenden und mit dem Geschäftsführenden Vorstand teilnehmen. Vielen Dank für Ihr Kommen. Dankeschön.